Ich begrüße euch ganz herzlich zu unserem Abendgebet aus Maria Laach. Es ist wichtig, dass man gute Freunde hat, mit denen man mal feiern kann, mit denen man einen Filme- oder Spieleabend verbringen kann. Und noch wichtig ist es, dass man mit ihnen auch über Sorgen und Nöte, auch über den Glauben sprechen kann und die Fragen, die daraus resultieren. Jesus selbst lädt immer wieder ein, über den Glauben ins Gespräch zu kommen, über das, was man im Glauben erlebt hat. So schickt er einmal zu Johannes dem Täufer: Geht und berichtet Johannes, was ihr gesehen und gehört habt. Blinde sehen wieder, Lahme gehen und Aussätzige werden rein, Taube hören, Tote stehen auf und Armen wird das Evangelium verkündet. Auch wenn wir das vielleicht nicht jeden Tag erleben, so ist es doch wichtig, Menschen zu haben, mit denen wir über den Glauben sprechen können. Wer ist so vertrauensvoll? Mit wem können wir darüber reden? Haben wir Leute, mit denen uns der Glaube teilbar scheint, wo wir über das sprechen können, was uns im Innersten bewegt? Es ist gut, wenn wir auch für diese Leute dankbar sind, sie mit in unser Gebet einschließen und darauf hoffen, dass das, was wir im Glauben miteinander besprechen, uns immer zum Wachstum verhilft. Auf Jesus hin, der Urheber all unseren Glaubens ist. Lasst uns diesen Tag mit einem Gebet beschließen. Guter Gott, wir danken dir für Menschen, mit denen wir über dich sprechen können, über unsere Fragen, Hoffnungen, Sorgen und Ängste. Du selbst bist der Urheber unseres Glaubens und dafür danken wir dir. Führe uns durch die Nacht und schenke uns auch morgen Menschen an unserer Seite, mit denen wir über das sprechen können, was wir im Glauben erleben und erfahren. Ich wünsche euch einen schönen Abend und eine gute Nacht.